Oh mein Gott, er hat sogar das Fenster offen. Ja, das ist ja perfekt für morgen. Ich meine, da gehen wir morgen einfach hier rein, gehen nach oben, gehen auf diese Terrasse da oben und dann, wenn er rauskommt, springen wir auch von da oben auf ihn drauf und dann kriegt er die Spritze in den Rücken. Oh, wo tun wir denn aber jetzt die Kiste hin? Die Kiste, warte mal, wir müssen morgen da rein. Vielleicht könnten wir die Kiste. Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Die Kiste kommt hier rein mit der Spritze. Dann nehmen wir uns die Spritze morgen, gehen hier rein. Ich weiß nicht, ob er gerade da ist. Wir gehen nach oben. Und dann geht's los. Da kriegt er die Spritze in den Rücken. Oh mein Gott, das wird der absolute Wahnsinn, meine lieben Freunde. Hallo, meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Empire. Die Folge der Folgen, und zwar die Folge der Giftspritze. Es ist soweit. Heute werde ich Revi mit der Giftspritze angreifen. Er ist auch gerade in seinem Haus. Ich habe ihn schon gesehen. Und jetzt wollte ich gerade die Giftspritze hier unten holen, aber ich habe sie ja schon bei Revis Haus versteckt. Und ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei euch, Leute, dass ihr mir die Giftspritze entwickelt habt. Ich werde euch stolz machen. Ach Gott, Leute, ich bin total aufgeregt. Auf jeden Fall, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ich nun die Mafia verlassen soll oder nicht, Leute. Ja oder nein. Schreibt es gerne nochmal rein. Gestern haben auf jeden Fall viele Leute das in die Kommentare geschrieben. Und ich mache es jetzt immer so, ich werde jede Folge immer mal so einen Zuschauer einblenden, die Hashtag Empire in die Kommentare schreiben. Und ja, das heißt, wenn ihr Hashtag Empire in die Kommentare schreibt, könnt ihr am Anfang des Videos mal dabei sein. So, Leute, das Geld ist immer noch hier oben. Wir werden jetzt die Giftspritze holen, aber erstmal werde ich kurz zu Arabella gehen. Sie schläft immer noch. Aber ihr geht es auf jeden Fall besser. Ach man, ist sie nicht süß, Leute. Auf jeden Fall schläft sie noch. Wenn sie wieder bei voller Kraft ist, dann werden wir endlich heiraten. Und, ach Gott, wünscht mir einfach Glück, Leute. Ich habe totale Angst. Wir werden jetzt zu Revis Haus gehen. Wir werden uns erstmal die Spritze schnell aus der Kiste holen. Und es muss einfach klappen. Ich habe jetzt diesen Rotpilz nicht dabei, aber ich werde es so machen. Ich werde einfach einen Schuss abgeben vor seinem Haus. Und das muss er ja hören. Und dann muss er sich ja wundern. Dann müsste er vor sein Haus kommen. Wir müssen jetzt erstmal schnell auf den Zaun springen. Auf die Hecke, besser gesagt. Leute, wir gucken mal kurz, ob er da ist. Da rennt er, da rennt er, da rennt er. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Oh Gott. Okay, ich will die Spritze rausnehmen. Okay, wir haben die Spritze, wir haben die Spritze. So, jetzt müssen wir hier am Fenster gucken, wo er... Er hat mich nicht gesehen, er hat mich nicht gesehen, er hat mich nicht gesehen. Okay, er hat mich nicht gesehen. Jetzt sitzt er da auf der Bank. Okay, fuck, fuck, fuck. Leute, wie machen wir das? Ich muss ja in das Fenster da reingehen. Ich darf nicht so laut sein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Er hat mich gesehen, er hat mich gesehen. Oder? Nee. Er hat mich nicht gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, Leute. Leute, 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 er muss hochgehen, er muss hochgehen. Ich muss in dieses Fenster hier reingehen, damit ich... Ich gehe jetzt einfach hier rein. Ich gehe jetzt hier einfach rein. Ich gehe jetzt... Ist er oben? Ich weiß nicht, ob er oben ist. Doch, er ist oben. Ich höre ihn. Ich höre ihn oben. Oh Gott, 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 Leute. Oh Gott, was mache ich denn hier? Was mache ich denn hier? Wenn ich auffliege, bin ich tot. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Hier ist das Fenster auch offen. Sag mal, was ist denn hier passiert? So, ich stehe jetzt hier in der Ecke. Wenn er muss jetzt irgendwie wieder runterkommen. Aber wie kriege ich ihn denn jetzt wieder runter? Wartet mal, können wir irgendwas werfen? Ah, ich habe auch keine Steine. Warte, kann ich die Steine... Ich kann die Steine zu Steinen machen. Warte, passt auf. Oh, ich habe gegen die Scheibe geworfen. Ich weiß nicht, ob er das gehört hat. Oh Gott, was ist denn mit diesen Steinen da vorne los? Er kommt runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, Leute. Ach du Scheiße. Was mache ich denn hier? Okay, pass auf, pass auf. Er ist jetzt wieder unten. Er ist am Feuer, er ist am Feuer. Okay, okay, okay. Wir gehen jetzt gleich auf die Terrasse, Leute. Und dann muss alles klappen. Dann muss alles klappen. Oh Gott, ich bin total aufgeregt. Ich weiß nicht. Ich meine, ich bin in einem fremden Haus. Und wenn ich erwischt werde... Ich meine, wo ist denn der Tobi? Ich meine, der hängt doch sonst immer nur mit diesem Tobi ab. Der muss ja hier irgendwo sein. Okay, pass auf. Wenn ich die Tür jetzt aufmache, das hört er. Das ist die Scheiße. Ist hier ein Fenster offen? Da ist ein Fenster offen. Komme ich vielleicht hier außen rum?
Weil wenn ich die Tür aufmache, das hört er doch. Fuck, ich komme hier nicht rum. Okay, ich muss die Tür aufmachen. Ich muss die Tür aufmachen. Das wird er. Ich hoffe, er wird es nicht hören. Ich hoffe, er wird es nicht hören. Oder warte mal, komme ich da raus? Das Ding ist, er darf jetzt auf keinen Fall hochkommen. Komme ich hier rüber? Ja, ich glaube, hier komme ich rüber. Perfekt, 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 perfekt. Weil wenn ich die Tür aufmache, dann hört er es. Okay, wir sind auf der Terrasse, Leute. Okay, passt auf, passt auf, passt auf, passt auf. Wir stellen uns jetzt hier hin. Und dann geht's ab. So, Leute, passt auf, passt auf, passt auf. Wir geben jetzt den Schuss ab, Leute. Die Spritze tun wir ganz vor. Okay, jetzt geht's ums alles, Leute. Jetzt geht's um alles geht's jetzt. So, passt auf. Oh Gott, Gott, Gott. Ich hoffe, er hat's gehört. Ich hoffe, er hat's gehört. Ich hoffe, er hat's gehört. Was ist das denn? Bruno? Was zur Hölle macht Bruno da? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein. Fuck, nein. Bruno. Hat er mich gesehen? 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 Nein, verdammt, verdammt. Ich muss doch auf ihn draufspringen. Nein, er ist wieder reingegangen. Verdammt, nein. Was? Okay, wartet mal. Verdammt. Bruno, was machst du denn hier? Verdammt. Was macht Bruno denn hier? Ich meine, ihm geht's gut. Es ist sehr gut. Bruno. Verdammt, nein, du hast... Ach nein, Leute, das kann jetzt nicht sein. Das kann jetzt nicht sein. Das kann jetzt nicht sein. Okay, okay, okay. Pass auf, ich muss jetzt ihm irgendwie die Spritze geben. Verdammt, ich... Nein, der Plan ist schief gegangen. Ach, Bruno, was machst du denn jetzt hier? Ich meine, es ist ja gut, dich zu sehen, aber wo ist Luna? Verdammt. Ja, hallo. Ach Gott, Leute, pass auf, wir müssen kurz gucken, ob er... Ich muss ihm die Spritze geben, verdammt. Sonst kann ich nie aus der Mafia austreten, sonst sind die nicht stolz auf mich. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Er muss doch noch da sein, er muss doch noch da sein. Hört ihr ihn? Oh, was war das denn für ein Geräusch? Ist mir jetzt egal, ich renne jetzt hier rein und gebe ihm die Spritze. Wo zur Hölle? Was hat der denn hier? Oh Gott, ist das ekelhaft. Er ist nicht mehr da. Er ist nicht mehr da, ich... Okay, nee. Okay, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Es bringt hier nichts mehr. Was ist das denn hier? Oh Gott, hier gehen wir nicht rein. Ich muss jetzt hier raus. Es ist jetzt einfach schief gegangen. Toll, toll. Ich meine, wo kommt denn jetzt Bruno her? Verdammt, Bruno, du hast den ganzen Plan versaut. Ach man, ich bin zwar froh, dass es dir gut geht, aber... Ach, okay, Leute, passt auf. Wir nehmen jetzt Bruno wieder mit nach Hause. Oh, komm mit Bruno. Puh, okay, Leute. Ach, Mann, jetzt ist Bruno wieder zu Hause. Ich meine, ich bin froh, dass Bruno da ist, aber scheiße, wir haben es vermasselt. Ich musste denn ausgerechnet dann, wenn ich auf diesen Typen springen will und die Spritze ihm geben will, Bruno erscheinen. Bruno, verdammt, ich bin froh, dass du wieder da bist, aber wo ist denn Luna? Oh Gott. Ach du Scheiße, das war knapp. Oh Gott, ich hätte gerade fast mein eigenes Kind abgeballert. Okay, Leute, passt auf. Ich meine, es ist gut, dass Bruno da ist, aber jetzt habe ich die Giftspritzenmission versaut. Das war die einzige Chance. Okay, pass auf, weil es ist gefährlich, wenn ich ihm die Giftspritze gebe, wenn ich hinter ihm so stehe, weil dann könnte ich sie selber abbekommen. Wenn ich drauf springe, dann ist es alles einfacher. Ich meine, jetzt ist Bruno wieder da. Wo ist seine Schwester? Das kann doch nicht sein, dass Bruno die ganze Zeit weggerannt ist wegen diesen... Wegen Revi. Er ist wegen Revi weggerannt, weil er doch mit seinem Panzerfäusten da in der Mafia-Base rumgeschossen hat. Ach Mann, mein Kleiner, es tut mir leid, aber ich hoffe, wir finden deine Schwester. Okay, Leute, das habe ich mir anders vorgestellt. Das habe ich mir anders vorgestellt. Giftspritzenattentat ging jetzt erstmal schief. Okay, jetzt muss ich brauche einen neuen Plan. Habt ihr irgendwie Ideen für einen neuen Plan, Leute? Oder soll ich es einfach lassen? Ich weiß nicht. Die werden sauer sein, wenn ich mit der Mafia, mit den Mafia-Mitgliedern rede und ich sage, ich trete aus, ohne dass ich bisher überhaupt was Gutes getan habe, dann werden die mich hassen. Hätte ich denn nämlich jetzt die Giftspritze, hätte ich das durchgeführt, dann wären die stolz auf mich gewesen. Okay, pass auf, wir tun jetzt erstmal wieder hier rein und... Ach Gott, scheiße, verdammt. Ich habe es mir jetzt anders vorgestellt, aber ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Verdammt, verdammt, verdammt. Jetzt bin ich gerade in der Lage, wo ich nicht mehr weiter weiß. Ich meine, meine Frau liegt da im Bett. Mein Sohn ist wieder da. Bruno? Wo ist er denn jetzt? Ah, hier ist er, okay. Ach Gott, du kleiner Wonnebrocken. Na gut, Leute, ich würde trotzdem sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Es war jetzt zwar komplett anders, wie wir es uns vorgestellt haben. Das ging jetzt schief. Ich hätte niemals gedacht, dass Bruno auf einmal auftaucht. Schreibt in die Kommentare, was wir machen sollen. Macht's gut. Bis zu einer neuen Folge Empire. Und ich würde sagen, wer bis jetzt geschaut hat, der ist einfach ein cooler Dude. Tschüss!